You are the chosen few, protectors of our world. This is your time. Und hallo meine Freunde, willkommen hier zu weiteren Battlefront 2 Update News, zu weiteren Fahrplan News. Und zwar Leute, haben wir die Roadmap aktualisiert bekommen zu Battlefront 2 jetzt. Und zwar für die nächsten 3 Monate. Und was erwartet uns da für episches neues Zeug? Das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Dazu erfahrt ihr noch die neuesten News zum letzten Update, was diese Woche erschienen ist. Und zwar am Mittwoch, einen Tag verspätet. Sollte garantiert eigentlich am Dienstag erscheinen, so wie es immer erscheint. Nur dadurch, dass das jetzt verschoben hat, ist es jetzt am Mittwoch halt, denke ich mal. Also eigentlich ist es normalerweise ja, wie jeder weiß, entweder dienstags oder donnerstags, mittwochs eigentlich eher nie. Oder nur sehr, sehr selten. Im Ausnahmefall natürlich. Auf jeden Fall, Leute, kommen wir erstmal zur neuen Roadmap. Und zwar, Leute, erwartet uns was ganz, ganz Episches. Und für die Leute, die den neuen Modus in Battlefront 2 totale Feuerschaft richtig feiern, wie ich, wir bekommen auf jeden Fall richtig geilen Support. Und zwar bekommen wir 3 Maps. Und zwar bekommen wir diesen Monat eine Map. Nächsten Monat und übernächsten Monat bekommen wir eine Map. Das wäre im April eine, im Mai und im Juni bekommen wir eine. Leute, dazu der Fahrplan ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt, damit ihr natürlich auch das euch geben könnt, ne? Auf jeden Fall nochmal, also euch angucken könnt. Wohlgemerkt, Leute, der Fahrplan ist noch nicht komplett natürlich am Start. Es ist ja nur grober Vorplan, also grober, grober Fahrplan, wie es aussieht jetzt in Battlefront 2 fürs erste Mal. Also fürs erste. Im April natürlich diesen Monat wird dann natürlich noch viel mehr dazukommen, weil ein großes Update erwartet uns, sag ich mal. Und zwar, einmal bekommen wir eine neue Map für den neuen Modus. Dazu komme ich auch noch später, welche Map das eventuell, also definitiv eigentlich sein wird. Und, also die Map steht schon im Prinzip fest, also dazu aber später mehr, wie schon gesagt, damit er nicht abschaltet, ne? Auf jeden Fall, ja, im April, am 24. erscheint das Update, also in 2 Wochen, Leute, am Mittwoch. Und, wie schon gesagt, ist halt sehr selten, dass da eigentlich ein Update erscheint. Und, auf jeden Fall am 24. April erscheint für totale Vorherrschaft ein zusätzlicher Schauplatz. Ein bereits vorhandener Planetenschauplatz aus der Klonkriege-Epoche von Star Wars Battlefront 2 wird dem Spielmodus totale Vorherrschaft hinzugefügt. Ja, Leute, so ist das ungefähr beschrieben bei jeder Map, also da steht nicht mehr an Informationen dabei. Das Datum, ist halt ja nur bei dem jetzt für diesen Monat dabei, aber ansonsten ist es nur, steht dabei Mai und Juni, also da steht noch kein Datum drin natürlich. Aber mal überraschen lassen, was uns auf jeden Fall noch erwartet in den nächsten Monaten. Aber wie schon gesagt, Leute, diesen Monat wird noch ein großes Update kommen. Nämlich der neue Modus Totale Vorherrschaft ist ja jetzt fest im Game drin. Und ja, wie ich schon das erklärt hatte in meinem letzten Video dazu, zu diesem neuen Modus, das könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal gönnen, Leute, ist das vorletzte Video, was ich hochgeladen habe. Natürlich wird es dann jetzt das vorletzte sein, dadurch, dass ich jetzt nämlich auch ein Battlefield 5 News Video hochgeladen habe. Leute, gönne ich das auf jeden Fall auch noch. Auf jeden Fall, es kommt die neue Epochensuche rein, so heißt das Video ungefähr. Und Leute, das stimmt. Und zwar, der neue Modus im Prinzip passt nicht mehr in die Suche rein. Also in die, der passt nicht mehr in die Suche rein von den Modis halt. Und ja, das ist halt ziemlich doof und deswegen wird definitiv ein neue Modus-Suche kommen, weil anders geht's ja nicht, ne? Man kann ja nicht einfach so sagen, ja, wir knotzen das jetzt alles noch ein bisschen zusammen, ein bisschen enger. Das sieht ja gar nicht mehr so schön aus, sag ich mal. Und da wird uns auf jeden Fall noch was erwarten, Großes, diesen Monat garantiert, weil der wird definitiv nicht auf die ganze Zeit auf der Seite zu sehen sein. Auch außerdem, Leute, zum Update jetzt, zu diesem Update, was diese Woche erschienen ist, diese Woche Mittwoch. Das Update hat ja ziemlich viel Neues mitgebracht. Anakin Skywalker, großer Nerf, große Veränderung der Fähigkeiten und natürlich auch ein bisschen Überarbeitung von Spieldynamiken und allem drum und dran. Die Bots sind natürlich dann nicht leider erschienen, also sind leider Gottes nicht erschienen. Jeder war wirklich traurig, weil die Bots sind wie richtige Spieler, nur Free Kills. Im Gegensatz zu Spielern halt. Ne? Ist alles ein bisschen schade und mal überraschen lassen, wann die Bots zurückkommen, ob sie erst am 24. zurückkommen oder vielleicht schon nächste oder übernächste Woche. Mal gucken auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das war es jetzt zum April.
Und ja, bei Mai-Leute steht dann noch da Helden vs. Schurken, Überarbeitung der Kernmechaniken im Game. Und zwar in diesem Modus speziell. Und zwar die Kernmechaniken des Spielmodus Helden vs. Schurken ändern sich. Unter anderem entfernen wir das Zielsystem. Ja Leute, wie ihr auch gerade im Hintergrund seht, ein cooles Gameplay mit Aiden vs. You. Habe ich auch aufgenommen, brandfrisch von dieser Woche. Auf jeden Fall, ja, es sieht, man sieht, ja, das Zielsystem ist eigentlich ziemlich simpel. Ist eigentlich, finde ich, persönlich ziemlich gut gemacht. Und kennt man eigentlich auch nur so bei einem Hero mit Blaster. Also sag ich mal, kann man schon immer Battlefront 1 Zeit, ne? Battlefront 2 jetzt. Ja, ich finde, da muss man nichts ändern dran. Aber wenn die meinen, das Game wird noch geiler dadurch, machen sie es. Sollen sie es machen, ne? Sag ich mal so. Auf jeden Fall, ja, wir bekommen was Neues dazu und, ja, wird interessant werden, ne, was so abgeht dann, in Sachen Zielsystem in Helden vs. Schurken. Ich denke mal auch, die werden das System dann wahrscheinlich auch in allen Modis übernehmen gleichzeitig, also braucht ihr keine Angst haben, dass das unterschiedlich denn sein wird, das schätze ich mal nicht, weil das wäre eine komplette Umstellung, wie wenn du jetzt, was wäre ein gutes Beispiel, wenn du jetzt Anthem zockst, oder, nee, was hat noch eine große Spieldynamik-Änderung vom Spiel her, boah, ich hatte, genau, du spielst, nee, doch nicht. Leute, mir fällt gerade kein Vergleich ein, aber es gibt zwei Games wirklich, die zockst du. Das eine ist komplett andere Dynamik als das nächste, was du dann spielst. Also das ist wirklich genauso, meine ich das. Du spielst ein Game, hast die Spieldynamiken gerade wieder drin. Du spielst ein anderes Game, hast die Spieldynamiken komplett gar nicht mehr drin. Ja, genauso ungefähr würde das ja ablaufen, aber nein, ich denke mal, die werden das schon einheitlich übernehmen. Aber ja, so ausschlaggebend ist das Zielsystem jetzt eigentlich auch nicht, denke ich mal. Auf jeden Fall, Leute, kommen wir jetzt zum letzten, und zwar zum Juni. Und beim Juni steht genau das gleiche, wie schon gesagt, halt auch noch diese Map. Da steht auch das gleiche halt, wie schon gesagt, am Mai. Also, da steht in jedem Monat einfach nur das gleiche. Und ja, wie schon gesagt, im Mai steht halt noch das Ende dazu. Und ja, im April, Leute, und zwar im April, wie schon gesagt, erwartet uns ein mega fettes Update noch. Auch dazu noch das neue Blocksystem bei allen Helden jetzt, bei Yoda und Darth Maul sind eigentlich die letzten Helden, Lichtschwerthelden, die nicht blocken können. Also von da aus haben wir dann bald alle Heroes mit Lichtschwert, die blocken können. Und ja, das wird ziemlich cool werden auf jeden Fall. Und wie schon gesagt, die neue Epochensuche wird sehr wahrscheinlich reinkommen. Und da das auch gerade ein richtiger Einreiz ist für diese Diskussion, sage ich mal so. Weil Klonkriege-Epoche, da steht eindeutig Klonkriege-Epoche drin. Da bin ich mir so hundertprozentig sicher. Die spielen richtig darauf an, dass die eine Epochensuche in das Game reinmachen. Und sie haben ja jetzt auch eine Epochensuche reingemacht. Sie haben mit totaler Feuerschaft den ersten Schritt in die richtige Richtung gesetzt. Für einen neuen Community, sage ich mal, Community-Anstoß, weil die Community will unbedingt eine Epochensuche, die Community will unbedingt Battlefront 2 in einer bestimmten Epoche zocken und ja, deswegen denke ich einfach mal, das wird dann schon richtig, richtig cool werden. Und ja Leute, jetzt kommen wir noch zum April und zwar habe ich ja gesagt, welche Map wird sehr wahrscheinlich in Battlefront 2 im April erscheinen, im neuen Modus. Und zwar hat der Community Manager offiziell gesagt, er würde sich gerne unbedingt Naboo wünschen. Und ich weiß, Naboo ist die Lieblingsmap von vielen. Meine persönlich ist es so auf dem 1.2 Platz, auf dem 1. Platz, 1.0 Platz ist so, sage ich mal, eine andere Map, aber verrate ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, ja, wie schon gesagt, Naboo ist auf jeden Fall sehr wahrscheinlich die Map, die diesen Monat erscheint. Die Map ist eigentlich von vielen ja sehr gehypt, sehr geliebt, wird sie von vielen Leuten. Sie mögen die Map eigentlich schon. Und wie schon gesagt, der Community Manager hat das geschrieben offiziell, dass er sich gerne Naboo wünscht. Und wenn er das sagt, dass er gerne Naboo wünscht und die Community stimmt ihm sowas von hart zu, dann denke ich mal, werden wir Naboo auf jeden Fall sehen. Und ich schätze mal, Naboo wird so oder so kommen. Also das denke ich schon. Auf jeden Fall, wir haben ja eh noch 3 Monate dann Zeit, also mit diesem Monat mitgezählt, da haben wir noch 3 Monate, also ne gut, lassen wir den Monat weg, haben wir noch 2 Monate Zeit für 2 andere Maps, also von da aus, es werden alle Maps kommen. Also keine Angst, Leute, es wird keine Clone Wars Map vergessen, außer es kommt natürlich eine neue Clone Wars Map rein, dann ist es natürlich dann wieder ein anderes Thema. Ja, auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war ein kurzes News-Video. Ich sag mal, bis dann, viel Spaß. Ciao, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis dann, viel Spaß. Und ich wünsche euch noch einen schönen guten Loot.
ja, viele Credits in Battlefront 2 und viel Spaß mit den gratis Helden natürlich, Leute, mit, ja, weiteren Events, mit weiteren Videos hier auf meinem Kanal ps4players.de. Digga, ich sehe meinen Namen da oben noch in der Ecke, ich muss noch mein Ding hier umstellen, auf jeden Fall auf easpiele.de, und ich sage mal, bis dann, viel Spaß, ciao und schönen Abend euch.